nach einer zünftigen Grillfete bieten sich die witzigen Spaßfahrräder an, um vielleicht überflüssige Kalorien abzustrampeln. Hier sehen Sie die Minigolfanlage, die von der ganzen Familie genutzt werden kann. Um diese Anlage fährt eine Oldtimerbahn, der sogenannte Lochmühlen-Express, mit der Station Lochmühle. Neben unserem Park verläuft die Bahnstrecke der Taunusbahn, mit der Sie uns auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können. Die Bahnstation, die direkt an unserem Park angrenzt, heißt Saalburg-Lochmühle. Von Frankfurt aus erreichen Sie uns so in ca. 45 Minuten. Liebe Besucher, werfen Sie hin und wieder auch einen Blick auf die Blumenrabatten, die der Jahreszeit entsprechend angepflanzt sind. Ebenso wie unsere zahllosen Hecken, Sträucher und Bäume im Park. Da die Natur in unserem Park einen hohen Stellenwert einnimmt, haben wir einige Gebäude mit grünen Dächern angepflanzt, wie zum Beispiel links das Dach der Toilettenanlage. Wir kommen jetzt an den Erlenberg, der unterhalb des Feldberges entspringt und in der Nidda mündet. Er hat eine Länge von gut 30 Kilometern. Rechts befindet sich die große Ballspielwiese, die Sie vielseitig nutzen können. Rund um die Spielwiese sind offene Picknickplätze angelegt, um sich in grüner Natur essen und trinken besonders schmecken zu lassen. Nun kommt die alte Mühle und Bauernhof in Miniatur. Hier zeigen wir, wie mit Wasserkraft Geräte durch ein Mühlrad angetrieben werden. Rechts davon ist das Bauernhaus mit kleinen Bauernwerken. Hinter der Mühle sehen Sie verschiedene Heilkräuter und Strauchkunst. Nun kommen unsere ausgedehnten Liegewiesen mit Grillplätzen und Grillhütten. Pavillons laden zum Verweilen und gemütlichen Beisammensein ein. Rechts oben befindet sich der Streichelzoo mit Lochmühlers Bauernhof. Hier kann man alle einheimischen Tiere beobachten, streicheln und füttern. Auch mit den großen Oldtimer-Traktoren darf man selbst fahren. Vorbei an Äpfelchen mit den heimischen Feldfrüchten, an einem Gemüsegarten, an Apfelbäumen und einer Heuwiese, bei der man sehen kann, wie in vergangener Zeit das Heu geerntet wurde. Mit dieser Bauernhof-Atmosphäre möchten wir einen Beitrag leisten, damit die Beziehung zur Natur, zu den Tieren und zur Landwirtschaft nicht verloren geht. Neben dem Erlenbach die Eichhörnchenbahn. Ein Fahrspaß für die ganze Familie. Links sehen Sie die elektrische Autoscooteranlage, getrennt für große und kleine Gäste. Diesen Bereich unseres Parks kann man mit dem Pool-Express erreichen. Wenn aber ein großer Teil unseres Parks auf der anderen Seite der Zufahrtsstraße liegt, gehen Sie bitte am Ende dieser Fahrt über die Brücke des Erlenbaches und dann links durch die Unterführung. In diesem Bereich gibt es nicht nur den am Anfang erwähnten Wiens mit dem Kleinkastell und Wunderparcours. Sie finden dort auch einen attraktiven Spielbereich mit Trampolin, Hüpfkissen und Elektrobaggern. Eine Baumwipfel-Spielanlage aus Holz mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Spielmöglichkeiten und einem speziellen Kleinkinderbereich. Weiterhin gibt es auch noch verschiedene Tiergehege und Stallungen zu besichtigen. Auch ein Milch- und Mühlenmuseum finden Sie direkt neben den Kuhwettmelken und der elektrisch betriebenen Eselreitbahn, die groß und klein gleichermaßen Spaß macht. Wir bedanken uns bei Ihnen für das Zuhören und wünschen Ihnen noch einen schönen und unbeschwerten Tag im Freizeitpark Lochmühle.